FC Zürich gegen den FC Basel. Wunderbare St. Jakob-Park-Kulisse für den Klassiker und fürs Spitzenspiel. In der Favoritenrolle der ungeschlagene Leader und sein Torschützenleader Cabral. 7 Spiele, 10 Tore. Tore in der Startphase, keine in Sicht. Abwarten ist angesagt, bis sich Marquezano ein Herz fasst. Nicht vom Ball zu trennen. Und mit einem ersten Warnschuss. Heinz Lindner mit der Parade in der 12. Minute. Die FCZ-Aktion bleibt lange die mit Abstand beste Chance. Basel noch ohne Durchschlagskraft, dann die 34. Minute. Lindner mit weitem Abschlag. Gabriel leitet weiter. Ndoye. Liam Miller. Und der Kanadier mit dem 1:0 für den FCB und seinem ersten persönlichen Erfolg in der Super League. Dabei profitiert er vom Missverständnis und der Fehleinschätzung in der FCZ-Abwehr und Basel etwas schmeichelhaft mit der ersten Chance auch gleich in Führung. FCB-Coach Patrick Rahmen klatscht, FCZ-Keeper Yannick Brecher auch, einfach aus anderem Grund. Denn er spürt, das Heimteam kommt auf und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nochmals zu einer Gelegenheit. Frei, Miller, Ndoye und Yannick Brecher lenkt den Ball spektakulär über die Querlatte und bewahrt die Stadtzürcher vor einem 2-Tore-Rückstand. Aber auch mit einem 1:0 lässt es sich für die FCB-Fans zur Pause leben. Der Start in die zweite Halbzeit mit dem FCB 1:0-Muster. Lindner weit auf Ndoye, legt auf für Malles. Darian Malles, immer noch er, sieht Arthur Cabral. Aber auch das soll es geben, der beste Schütze scheitert. Aber natürlich wird Cabral gesucht. Der 23-jährige Brasilianer sorgte bisher für über 50% der Basler Tore. Anschließend eher die Gäste offensiv am Drücken. Gnonto. Cemaili. Guerrero. Fast ein Schuss in der 70. Minute. Der FCZ nun näher am Ausgleich als Basel dem 2:0. Für die Gäste liegt hier noch einiges drin. Mittlerweile ein hochattraktiver Klassiker. Da läuft das, auch für den Leader. Gabriel für Kasami. Brecher ist noch dran. Aber dann chancenlos gegen Dan Ndoye. 2:0, 73. Minute. Brecher lenkt den Ball zuerst an den Pfosten, ist beim Nachschuss dann jedoch chancenlos. Und wie für Miller ist das für Ndoye das erste Tor in der Super League. Heiße Szene nun im Minutentakt im St. Jakob-Park. Beispiel gefällig. Schömmert gegen Guerrero. Penalty. Korrekter Entscheid und damit die Möglichkeit für die Zürcher. Und für Antonio Marquezano. Anschlusstor. 1:2. Rund 10 Minuten vor dem Ende. Genügend Zeit für einen möglichen Ausgleich. Und darauf drückt der FCZ beim Eckball kurz danach. Es klärt Arthur Cabral. Und damit ist auch der schnelle Gegenangriff eingeleitet. Yannick Brecher zögert. Damit hat Fernandes Platz. Und findet, jawohl, haargenau richtig, Arthur Cabral, 3:1. Was für eine Aktion vom Liga-Topscorer. Er klärt im eigenen Strafraum und setzt an zum 80-Meter-Sprint. Derweil zögert Brecher, das gibt Platz für Fernandes, Dumbia zu spät und Cabral vollendet doch tatsächlich mit seinem 11. Saisontor. Und es gibt nicht nur viele Tore, sondern auch haufenweise Emotionen und einige gelbe Karten für Spieler und auch für den FCZ-Coach André Breitenreiter lässt es sich dennoch nicht nehmen, sein Team nochmals nach vorne zu treiben. In der Nachspielzeit in einem Spitzenspiel, das sich seinen Namen redlich verdient. Spitzenmäßig auch das hier, Marquezano, wow! Und das gilt nicht nur für den Fallrückzieher, sondern auch für die Rettungstat von Lindner. Absolut hochklassig, was die beiden Teams zeigen, auch nach 93 Minuten. Und dann ist dieser harte Kampf vorüber. Was für ein Klassiker!
Der FCZ spielt auf Augenhöhe mit dem Leader. Der FCB legt eine enorme Effizienz an den Tag, auch dank Arthur Cabral. Und beim Torschützen vom Dienst beginnt die Nachwuchsförderung direkt nach Spielschluss.